Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Letzte Woche habt ihr ja schon den ersten Teil von meinen AliExpress-Bestellungen gesehen und heute soll es gleich direkt weitergehen. Und wir starten mal mit dieser tollen Powerbank. Und zwar ist das eine Powerbank, wo man selbst 18650er einlegen kann. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gesicherte Powerbank ist. Das heißt, man kann hier auf der Rückseite 3 18650er einlegen. Das sind etwas größere Akkus, die man zum Beispiel auch in den Dampfern verwendet. Und wenn ihr Dampfer seid, dann kennt ihr auf jeden Fall 18650er. Gibt es auch sehr oft in Taschenlampen. So, und bei mir ist es so, weil ich früher auch Dampfer gewesen bin, dass ich mir 18650er bestellt habe, aber die waren ungesichert. Ungesichert heißt, die haben keine Schutzschaltung drin gegen Überhitzung beispielsweise oder Überspannung. Und im schlimmsten Fall können die dann explodieren. Und bei einem normalen Ladegerät, was ich mir jetzt hier in Deutschland gekauft habe, was auch CE geprüft ist und alles, da gibt es selber Schutzvorrichtungen drin. Und hier weiß ich eben tatsächlich nicht genau, ob hier so eine Schutzschaltung drin ist. Deswegen habe ich es bis jetzt noch nicht getestet. Ich habe mal kurz meine 18650er reingelegt, die ich hier habe. Das hat alles angezeigt, auch den Ladestand und alles. Aber mir war es dann doch zu riskant, da irgendwas an Technik anzuschließen, eben weil ich das nicht überprüfen kann. Deswegen bei Elektronik aus China, klar, die meiste Elektronik kommt aus China und die ist auch tatsächlich dann gut. Aber bei sowas bin ich dann doch eher zu vorsichtig, weil es einfach zu gefährlich ist. Das könnte jetzt alles wunderbar funktionieren. Es könnte auch tagelang wunderbar funktionieren. Aber irgendwann passiert dann doch mal irgendwas Blödes. Die Kiste explodiert oder fängt an zu brennen und ich habe hier ein Problem. Deswegen, ja, also ich würde es tatsächlich nicht nochmal bestellen, auch wenn es vielleicht wunderbar ist und auch tatsächlich funktionieren könnte, wie es soll. Aber mir ist das tatsächlich einfach zu riskant und deswegen lasse ich da jetzt einfach mal die Finger von. Dann habe ich mir hier dieses kleine Lederholster bestellt. Da kann man so einen kleinen Schlüssel dran befestigen. Hier ist ein größeres Fach, ein kleineres Fach, zum Beispiel für eine kleine Taschenlampe und ein offenes Fach, was man vielleicht verwenden kann, um Stifte darin zu befestigen. Ist sehr einfach gemacht, ist aber tatsächlich die gleiche Variante, wie sie hier in Deutschland auch angeboten wird. In Deutschland, jetzt haltet euch fest, 17 Euro und in China 2,60 Euro. Also da ist schon eine riesige Gewinnspanne. Natürlich kommt dann noch die Steuer dazu, eventuell Zolleinführgebühren und sowas alles. Aber von 2,60 Euro bis rauf auf 17 Euro ist schon ein harter Weg. Also muss man vielleicht nicht unbedingt diesen hohen Preis verlangen. Natürlich von den Nähten her, man sieht hier, dass da Fäden rausstehen. Oder dass hier so kleine Nähfehler sind. Oder hier unten auch. Aber mein Gott, es ist ein kleines Gürtelholster, wo man ein Multitool reinpackt. Und das wird es wohl tragen können, ohne komplett auseinanderzufallen. Von daher, für den Preis völlig okay. So, dann haben wir hier ein kleines Neckknife. Das packe ich mal aus. Und das ist wirklich klein. Och Gott, ist das niedlich. Sollte vielleicht nicht direkt auf die Klinge packen. Hier ist dann noch so eine Kette dabei. Auch mit so einem typischen Verschluss hier vorne dran, den man auf und zu machen kann. Beziehungsweise die Kette hat den Vorteil, wenn man es um den Hals trägt und man bleibt irgendwo hängen, dass die einfach reißt. Also das ist ganz billiges Material, beziehungsweise die Ketten sind doch extra so gemacht mit mehreren Sollbruchstellen, eben, dass man sich damit nicht strangulieren kann. Ja, und hier das eigentliche Messer. Also damit ihr mal ein Gefühl für die Größe bekommt. Diese Klinge hat ungefähr 50 mm oder 5 cm, ist also wirklich, wirklich winzig klein. Jetzt muss ich mal schauen, wie das am besten da reingepackt wird. Wahrscheinlich so rum. Sitzt tatsächlich sehr, sehr gut. Und wie trägt man? Ach so, so nimmt man das wahrscheinlich hier. Hier ist noch so dieser Fingerdrip. Ist okay. Oh ja. Ist auch ordentlich scharf. Ich meine, bei der Pappe hier. Auch das Messer hat mich satte 4,60 Euro gekostet. Finde ich
völlig genial und es ist halt ein kleines Tool, was man immer dabei haben kann, selbst wenn jetzt das Waffenrecht verschärft werden sollte, dass man nur noch Messer mit 60 mm Länge oder Klingenlänge herumschleppen darf, dann wäre das noch im legalen Bereich. Und naja, mal eben was durchzuschneiden, sei es ein Kabel, sei es ein Seil oder vielleicht auch einfach nur die Wurst für den Aufschnitt, da reicht das völlig aus. 4,60 € finde ich super gut. So, das ist jetzt weniger für den Outdoor-Bereich. Und zwar ist es einfach nur ein Batterietester. Der kostete tatsächlich auch 8 Euro. Ist also für China-Verhältnisse schon wirklich teuer. Und ich habe mir den einfach nur geholt hier für diese CR, wie heißen die, CR123 oder so, Batterien, die hier unten reinpassen. Also diese kleinen flachen Batterien, weil ich immer wieder welche kaufen muss für meinen Autoschlüssel und die sind nach 2, 3 Wochen schon wieder leer. Und jetzt will ich einfach mal schauen, ob die denn wirklich überhaupt voll sind, beziehungsweise diese Nennspannung haben, die sie haben sollten, nachdem ich sie gekauft habe, oder ob das irgendwelche Lagerware ist, die da herumgelegen hat. Aber man kann natürlich auch alle anderen möglichen Batterien hier testen. Ich weiß nicht, ob man das scharf gestellt bekommt, aber es gehen AAA-Batterien, AA-Batterien. Dann 3,7 Volt, diese 18650er zum Beispiel oder 20650er, was es alles gibt. Ja, kleiner Batterietester für 8 Euro. Wenn er funktioniert, ist alles in Ordnung. So, dann haben wir das hier. Und zwar sind das ganz einfache wasserdichte Packbeutel. Ich hoffe, man hat das richtig verstanden, weil das hört sich jetzt komisch an. Packbeutel zum Verpacken. Das heißt, man tut die Sachen, die man schützen möchte, einfach hier rein. Dann faltet man das hier oben 2, 3 Mal um. Und danach kann man es einfach so zuklippen. Und ihr seht es, hier kommt noch nicht mal die Luft raus. Und wenn keine Luft rauskommt, kommt auch kein Wasser rein. Das ist also ziemlich cool. Die drei Packbeutel, die haben mich auch um die 6 Euro gekostet. Finde ich für den Preis okay. Ich habe tatsächlich schon welche hier, die ich mir damals über Amazon oder eBay gekauft habe. Da haben mich 3 Stück, ich glaube, 15 Euro gekostet. Also waren etwas teurer als wie die hier. Aber von der Qualität her, von den Nähten her, gut, die Klammern, die sind halt billig, aber die sind halt nun mal auch bei den teureren Beutel dran gewesen. Hier sind kleine Fäden, die rausstehen. Aber ganz ehrlich, das ist völlig okay. Und ich sag mal so, um etwas zu verpacken und es vor Regen zu schützen, sind die völlig ausreichend. Ich würde damit jetzt keine Flussüberquerung machen wollen, zumindest nicht ohne die vorher ausgiebig getestet zu haben. Aber für den Preis 3 wasserdichte Beutel, völlig okay. Sehr, sehr gut. So, dann haben wir dieses gute Stück hier. Und manche erkennen das Logo wahrscheinlich schon. Und es ist genau das gleiche Spiel wie bei dem einen Messer letzte Woche. Auch hier war ich mir nicht wirklich sicher, dass das ein Gerber-Messer sein soll. Denn an Logos ist es nicht wirklich zu erkennen. Das hier war auf dem Bild, was ich gesehen hatte. Also das ist auch dieses Bear Grylls-Logo. Das war auf dem Foto definitiv nicht zu erkennen. Und es war auch nirgendwo zu erkennen, dass das ein Gerber sein soll, beziehungsweise ein Gerber-Plagiat wahrscheinlich wieder. Hier auf der Verpackung steht es halt drauf. Aber die Verpackung war bei den Fotos natürlich auch nicht zu sehen. Aber generell war es so, ich fand das Messer einfach cool, so wie ich es gesehen habe. Denn, und wie gesagt, beachtet bitte, es waren keine Logos oder irgendwas darauf zu erkennen. Ihr habt also wirklich nur dieses nackte Messer gesehen. Das Lanyard habe ich mir nachher erst dran gemacht, das war dann noch nicht dabei. Und das gefiel mir einfach sehr gut, weil hier zum einen diese wirklich raue Fläche dran ist, um einen Feuerstahl, der sich hier befindet, entfachen zu können. Ihr habt eine ordentlich dicke Klinge. Das Messer ist wirklich, wirklich gut ausbalanciert. Jetzt etwas schlechter, weil das Lanyard hier auf der Rückseite ist. Aber generell ist das schon ein cooles Messer. Ist halt ein Gummigriff, sitzt aber tatsächlich wie für meine Hände gemacht, perfekt. Hier auf der Rückseite hatte ich zuerst gedacht, das wäre so ein Scheibenzertrümmerer. Aber es ist flach. Also ist wahrscheinlich ein Erl hier drin, das wird kein Fulltank sein, sondern einfach, dass hier ein Erl durchgeht, der hier auf der Seite verschraubt worden ist. Klar, irgendwo muss man natürlich gespart haben. Wobei das Messer hat tatsächlich 23 Euro gekostet. Also für China-Verhältnisse 23 Euro ist schon viel.
Hier ist ein Kompass, ein kleiner. Und diejenigen, die mein Video letzte Woche gesehen haben, die wissen bereits, dass tatsächlich da Norden ist. Das passt also schon. Wenn der ruhig liegt, sobald man das dreht. Achso, ja, jetzt funktioniert er doch. Ich weiß, dass ich den schon mal ausgepackt hatte, als ich das Lanyard befestigt habe. Und da schien der Kompass nicht zu gehen, aber der hatte sich vielleicht nur durch den Transport ein wenig verhakt. Aber jetzt funktioniert er tatsächlich. Dann ist hier unten noch so ein kleiner Gurtschneider dran. Und was ich ziemlich witzig fand, ist, hier versteckt sich eine kleine Taschenlampe. Wirklich winzig klein. Reicht auch nur, um so ein kleines Notlicht mal zu machen. Aber es ist halt direkt in der Hülle integriert. Wobei mir das etwas Sorgen macht, weil man trägt die Hülle ja so rum. Das heißt, die Taschenlampe hängt die ganze Zeit mit dem Kopf nach unten. Und wenn man da ein bisschen geht. Ja, okay, jetzt hält das Ganze natürlich. Aber ich hätte natürlich trotzdem Angst davor, dass die beim Wandern einfach rausfällt und dann ist die Taschenlampe weg. Hätte man das einfach hier unten hingesetzt und einmal gedreht, sodass die Taschenlampe von oben reingekommen wäre, wäre das auf jeden Fall sicherer gewesen. Dann ist auf der Rückseite noch so ein kleiner Schleifstein dran. Ist okay. Also für das Geld, wie gesagt, 23 Euro hat es gekostet. Dafür finde ich das Messer super. Ich habe auch keine Ahnung, wie teuer das Originale von Gerber wäre. Interessiert mich auch tatsächlich nicht, weil ich bin mir sicher, das ist auf dem deutschen Markt dann irgendwo bei 80, 90, 100 Euro gelegen hätte. Und dafür würde ich das Messer so nicht kaufen, auch nicht in besserer Qualität, weil da gibt es halt einfach andere Messer, die mich dann doch etwas mehr überzeugen. So, dann haben wir hier diese Tasche noch. Gucken was. Ach ja, genau. Das war so eine Säge, so eine Baumsäge. Die macht auch einen relativ ordentlichen Eindruck. Ja, das kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht scharf gestellt. Aber die einzelnen Zähne, die hier dran sind, die sehen schon ganz ordentlich aus. Müsste halt mal getestet werden, ob das wirklich so effektiv ist. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie mit so einer Baumsäge oder Kettensäge oder wie auch immer sich dieses Teil schimpft, gearbeitet. Aber ich habe halt gesehen, dass ziemlich viele andere Outdoorer auf die Ketten setzen. Ich habe halt lieber so eine feste Säge wie so eine Tajima. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie teuer die war. Die habe ich mir einfach so in den Warenkorb reingelegt, weil sie günstig war und habe mir gedacht, hey, die kann ich mal testen. Jetzt ist sie da und jetzt wird sie auch getestet werden. So, wir nähern uns langsam dem Ende. Hier ist noch etwas Kleines. Mal schauen, was sich darin versteckt. Ah ja. Hierbei handelt es sich natürlich um die legendäre Victorinox Swiss Guard, natürlich nachgemacht. Die Taschenlampe geht schon mal nicht. Weiß ich aber nicht, ob ich dann noch irgendwie was freischalten muss, damit das funktioniert. Dann haben wir hier so eine kleine Lupe, die auch genauso schlecht ist wie bei dem Kompass. Aber schauen wir mal, was wir da noch drin haben. Ein Multitool, was zwar schwer rausgeht, aber hier ist so ein kleiner Schraubendreher dran. Zwei Kreuz, zwei Schlitz. Das ist also okay. Hier ist eine, ich vermute mal, das ist eine Nähnadel, was hier drin sitzt. Aber ich frage mich gerade, wie man die herausbekommen soll. Achso, nee, das ist die LED. Okay. Dann haben wir hier noch so eine kleine Schere. Uff, die ist aber ultra klein. Dann schauen wir mal, ob sie wenigstens funktioniert. Naja, sie schneidet auf jeden Fall. Das ist ja schon mal mehr, als wie man fast erwarten kann. Und wie gesagt, hierbei ist natürlich klar, dass das eindeutig von Victorinox nachgemacht ist. Aber hier sind zumindest keine Logos von Victorinox drauf und nicht so dreist gefälscht wie diese Gerber-Sachen. Ja, das Messer ist jetzt. Also klar, es kommt nie und nimmer an die Qualität dran des Originals. Hier ist noch ein Kugelschreiber. Mal schauen, ob der auch noch funktioniert.
Oh ja, der schreibt tatsächlich auch. Okay. Ja, also man erkennt halt deutlich, in welche Richtung es gehen sollte. Und die Karte hat auch nur 5,50 € gekostet. Die originale Swisscard hat, glaube ich, 30 € gekostet und die Swisscard Lite sogar 40 €, die ich habe. Und naja, ist halt qualitativ deutlich besser, aber man sieht halt, für 5,50 € haben die hier schon was gebaut, was tatsächlich gar nicht so weit vom Original entfernt ist. Natürlich die Haltbarkeit, die Schärfe, will ich gar nicht abstreiten, dass das bei Victorinox wahrscheinlich um ein Vielfaches besser ist. Aber es kostet halt trotzdem nur ein Sechstel bzw. ein Achtel von dem, was die Originale von Victorinox kosten. Dann haben wir hier noch, okay, das ist ein ganz einfaches Handtuch, schön verpackt von Cool Towel. Ich weiß nicht, ob das die Firma ist oder ob das einfach nur heißen soll, dass es ein Handtuch ist. Naja, kleines Mikrofaserhandtuch, sehr, sehr dünnporig. Müsste halt mal getestet werden. Riecht tatsächlich auch nicht irgendwie nach chemischen Sachen oder sowas. Aber ich finde es halt schön, weil das halt so wunderbar schön klein verpackt werden kann. Und gestern waren wir tatsächlich in einem Sportgeschäft, wo ich die auch gesehen habe. Und da kostete dieses kleine Tuch 14,95 €. Und ich habe dafür 1 € gezahlt. Also das heißt, eine Gewinnmarge von 1500%, beziehungsweise klar, Steuern, Versicherung, Versand, alles kommt noch dazu. Lass das Teil dann anstatt 1 € vielleicht 3 € kosten. Dann hat man immer noch 500% Gewinn. Also, naja, ich weiß es nicht. Also manche muss man nicht verstehen können. Ich verstehe, dass die Firmen hier ums Überleben kämpfen. Das sei denen auch hoffentlich, dass sie das alle packen werden. Aber ein Tool für 1 €, was ja wirklich nur Stoff ist und ein bisschen Gummi, für 15 € finde ich schon hart. Und es gab halt verschiedene Größen. Und das größte Tuch davon, das war dann, ich glaube, 40 cm breit und 200 cm lang, sollte 40 € kosten. 40 € für ein Handtuch. Also, ich weiß ja nicht. Dann kaufe ich mir lieber was Günstigeres, was vielleicht die gleichen Maße hat, und dann kriege ich so ein Handtuch auch für 15 € und habe trotzdem ein gutes Handtuch, was dann vielleicht nicht so klein zu verpacken ist, aber es ist trotzdem gut. So, dann haben wir das hier noch. Kostete 3 € und es ist eine Taschenlampe. Und gleichzeitig ein blaues UV-Licht. Ich weiß nicht, gut, auf der Kamera sieht das rot aus. Tatsächlich wäre es aber blau. Und es ist ein kleiner Laserpointer dabei. Den habe ich tatsächlich geholt, um damit ein bisschen rumzuspielen. Aber man kann es natürlich auch nehmen, um Sachen zu zeigen oder besser präsentieren zu können. Und vor allen Dingen auch, wenn man sich mal verlaufen hat und es ist nachts, dann macht man sich damit wirklich aufmerksam. Weil der ist kilometerweit zu sehen, wenn man den Richtung Himmel hält, was man natürlich um Gottes Willen niemals machen sollte. Aber in einer Notsituation ist das was anderes. Dann würde ich den vielleicht quer in Richtung eines Berges halten. Und man sieht halt genau, wo der hingeht. Und klar, wenn dann Leute zu euch kommen oder vielleicht auch sogar die Polizei, um euch zu beschimpfen, dass ihr keinen Laserpointer verwenden dürft, dann habt ihr auf jeden Fall das erreicht, was ihr wolltet. Ihr habt auf euch aufmerksam gemacht und wurde vielleicht aus dieser Notsituation befreit. Und was cool ist, ist halt, dass der über USB aufgeladen werden kann. Da ist also ein kleiner Akku drin. Ich glaube, es waren 800 mA. Ist also wirklich nicht viel, aber reicht. Dann haben wir dieses Tool hier noch. Das ist eine ganz einfache Verpackung für ein Feuerzeug. Ein ganz normales Big-Feuerzeug. Die großen Big-Feuerzeuge können hier rein und dann sind die wasserdicht verschlossen. Ist natürlich auch sehr, sehr gut für den Outdoor-Bereich, um etwas vor Feuchtigkeit zu schützen. Hier ist so eine richtig dicke, so ein schwarzer, ein schwarzer, dicker O-Ring drumherum. Der dichtet das Ganze also wirklich, wirklich sehr gut ab. Und auch das kostete gerade mal 1 € und dafür kann man das einfach kaufen, dafür muss man es einfach kaufen. So, dann kommen wir langsam zum Finale. Das sind also jetzt die letzten Sachen, die wir hier noch auspacken. Und zwar einmal eine ganz normale Rettungspfeife. Ja, die funktioniert. Ich habe jetzt nicht voll reingeblasen, weil ich will jetzt hier nicht die Nachbarn erschrecken.
Aber Signalpfeife darf natürlich nie fehlen. 1,50 Euro dafür wirklich geschenkt. Kostet in Deutschland, glaube ich, auch um die 7, 8 Euro. Dann, was ich ziemlich cool fand, sind diese Karten hier. Und zwar einmal eine Mastercard und eine American Express. Und das Coole ist, dass es sich hierbei um USB-Sticks handelt. 64 GB Größe, das reicht also, um da ein paar Sachen drauf zu speichern. Und ich habe mir gedacht, die wären cool so als kleines Backup in meinem Card-Wallet, wo ich halt meine Dokumente drauf sichern kann. Klar, ich würde die Dokumente natürlich nochmal auf einem SanDisk oder irgendwas Besserem speichern oder Kingston und mich nicht nur auf so eine Karte verlassen. Aber man kann hier auf jeden Fall Geburtsurkunden, Hochzeitsurkunden, Zeitungen, Zeugnisse, alles drauf sichern und man hat es dann immer dabei für den Fall, dass die Daten verloren gehen. Natürlich können die Daten auch auf der Karte verloren gehen. Ich habe dafür zwei bestellt, das heißt, ich habe direkt ein Backup dabei und sollte es ganz hart auf hart kommen, wie gesagt, daheim auch nochmal alle Sachen auf einem speziellen Datenträger gesichert. Aber ich finde es einfach cool, weil die passen wunderbar in so ein Card Wallet rein, nehmen nicht viel Platz weg. 64 GB sind allemal ausreichend, wenn es um Dokumente geht. Und ja, ich habe die gesehen und wusste, die muss ich einfach haben. Finde ich tatsächlich sehr, 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 sehr stark. Und da kostete eine Karte auch 14 Euro. Also war es nicht günstig. Ich habe die Karten dann direkt mal am PC angeschlossen, formatiert, NTFS, habe Daten drauf gespielt. Und die Daten blieben auch erhalten, das ist also gut. Aber im Endeffekt, es ist ein magnetischer Datenträger. Da kann natürlich einiges schief gehen, aber da wissen die Chinesen auch, wie man sowas baut. Und ich glaube schon, dass da die Daten relativ gut aufgehoben sind. Nicht hundertprozentig sicher, aber gut aufgehoben. Was natürlich auch nie fehlen darf, sind Karabiner. 6 Stück, 6 Euro, ist wahrscheinlich, naja, ich glaube fast, dass es Aluminium ist. Ist also jetzt nicht zum Bergsteigen gedacht, aber man kann halt auf jeden Fall ein paar Tools am Rucksack festmachen. Dafür reichen die alle mal aus. So, und dann jetzt nochmal was wirklich Cooles. Und zwar habe ich mir hier diese kleinen USB-Lampen gekauft. Das war ein 10er-Pack. Das 10er-Pack 7 Euro. Und wie gesagt, die werden einfach über USB betrieben. Das heißt, man schaltet seinen beispielsweise seine Powerbank an. Man kann die auch natürlich wunderbar auf dem PC oder irgendwo anbringen, aber wichtig ist halt einstecken, warten, es leuchtet. Wie gesagt, davon habe ich mir 10 Stück geholt, habe die auch alle 10 durchgetestet, die liefen alle 10 wunderbar, ist halt ein schönes Nachtlicht oder wenn man abends am PC sitzt und man will nicht unbedingt das Deckenlicht anmachen, ist das ein wunderbares kleines Licht. Und dann habe ich mir noch die hier bestellt und davon bin ich wirklich begeistert, weil die hat zum einen USB-C und zum anderen normalen USB-Anschluss und die ist wesentlich heller als wir zum Beispiel die Lampe an dem Handy. Man hat ja auf der Rückseite des Handys so ein Blitzlicht, was dafür verwendet wird, wenn man Fotos macht und das kann man natürlich auch als Taschenlampe verwenden. Aber das Coole ist halt, man kann auch das hier direkt da anschließen. Das passt jetzt nicht, weil die Hülle drauf ist. Ich muss die Hülle mal kurz abmachen. Aber man kann das hier natürlich auch direkt an ein Handy anschließen. Und ihr seht es. Dann hat man ein wirklich, wirklich helles Licht. Und das ist wesentlich heller als wie das interne Licht von der Kamera. Das hat 1,50 Euro gekostet. Die kleinen Lichter, wie gesagt, gab es halt nur im 10er-Pack und ja, fand ich absolut genial. Das ist wirklich was, was man auf jeden Fall gebrauchen kann, vor allen Dingen, wenn man abends im Zelt liegt. Man haut das einfach an so eine Powerbank ran und man hat zumindest ein kleines Licht, wo man ein bisschen mit lesen kann. Gerade abends im Zelt, da braucht man nicht so viel Licht und ja, finde ich absolut genial. Da werde ich auf jeden Fall noch ein paar von bestellen, weil ich weiß schon, wo ich die überall anbringen werde. Und kriegt von mir eine ganz klare Kaufempfehlung. So,
So, und das war es auch mit dem Video von heute. Ich weiß, heute ist es wieder wesentlich länger geworden, aber ich wollte jetzt nicht noch einen dritten Teil zu diesen ganzen AliExpress-Bestellungen machen, weil jetzt haben wir es abgehandelt, das Thema. Und ich finde, insgesamt waren schon wirklich, wirklich coole Sachen dabei. Alles zusammen hat mich, wenn ich das mal so überschlage, gut, das Messer war halt mit, ich glaube, 23 Euro relativ teuer, aber alles zusammen hat mich ungefähr 60 Euro gekostet, also mit allem drum und dran aus dem ersten Video, die ganzen Artikel, dann die Artikel hier, wie gesagt, es waren alles zusammen, ich glaube, 4 Bestellungen über mehrere Monate hinweg und mit 23 Euro war das Messer halt das teuerste Tool. Alles andere finde ich absolut genial, wirklich auch brauchbar, zumindest die meisten Sachen. Und da muss man nicht zwingend irgendwelche teureren oder hochwertigen Produkte kaufen, weil wahrscheinlich sind das die gleichen Produkte, nur umgelabelt, und da tun es die hier genauso gut. Ja, so viel zum Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, ciao.